Ja Leute, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Schöne Grüße aus Kanada. Um genauer zu sein, aus der Hauptstadt von Kanada. Ottawa, wie auch immer man das so ausspricht. Hier, Moment, ich zeige euch mal, wie das hier aussieht, hier Freunde. Ja, dagegen ist Deutschland hier. Ibiza Las Palmas, müsst ihr euch vorstellen. Kein Scherz jetzt. Der schiebt da einfach den Schnee. Da hinten kommt irgendein Rauch raus. Meine Hand friert ab, also ich tausche immer wahrscheinlich nicht. Sonst komplett kann ich da nichts mehr spüren. Check mal die Wetter-App ab. Das sind Temperaturen, die sind nicht normal. Am Wochenende wird es fast minus 20 Grad. Alter, das gibt's doch gerade. Schön, gefällt mir. Mein erster Eindruck von Kanada, ich muss schon sagen, wildes Land, gefällt mir so. Die Leute sind chillig drauf. Ich habe so von meinem Hotelfenster gesehen, ach, die Leute laufen ganz entspannt rum, als ob das nichts wäre. So, mach's auch. Bruder, ich sag euch ganz ehrlich, ihr läuft 100 Meter hier, ihr kackt ab. Das ist kalt, das ist nicht mal normal. Oh, meine Finger, den einen kann ich nicht mehr spüren, kein Scherz. So ein paar Fakten zu Kanada. Auf jeden Fall, Kanada liegt nördlich von Amerika, hat so circa 36 Millionen Einwohner, also nicht so viele Einwohner, aber dafür ein sehr, sehr großes Land, ja, von der Fläche her. Amtssprache ist hier Englisch, Französisch so. So ein Feature, ich sehe auch, überall auf den Verpackungen ist auf Englisch und auf Französisch, haben anscheinend englisch-französische Hintergründe, History hier. Ach, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was wir heute machen, Leute. Freunde, heute schauen wir, wie der Döner in Kanada schmeckt. Ja, das ist eine interessante Sache. Das interessiert hier die YouTube-Gemeinde. Wie schmeckt denn der Döner in verschiedenen Ländern? Ja, das ist sogar ein German-Döner. Das ist diese eine Kette, kennt ihr die? Die ich auch in Dubai probiert habe. Da habe ich noch mal einen Döner probiert in Dubai. Das ist dieselbe Kette, German Döner Kebab, keine Ahnung, die gibt es anscheinend weltweit. Ne? Und ja, die probieren wir einfach mal. Bin ich mal gespannt, was die hier kann. Die hat eine sehr, sehr gute Bewertung auf Google. Mal gucken, weil in Dubai hat nicht so geschmeckt, hat nicht so gemundet, sage ich euch, wie es ist. Aber wer weiß, vielleicht schmeckt hier besser, weiß ich nicht. Nebendran ist auch so ein Japanese Cheesecake. So habe ich noch nie probiert, sieht aber richtig stabil aus. Das hat mir mein Bruder empfohlen. Der hat gesagt, hey, hör mal, wenn du in Kanada bist, probier den mal. Hatsu oder irgendwie, keine Ahnung. So eine Kette, die ist auch sehr bekannt. Gibt es aber nicht in Deutschland. Wie viele Sachen, die bekannt sind. Irgendwie gibt es die woanders, aber nicht in Deutschland. Ja, ist schon arschkalt, Digga. Ist schon arschkalt, Digga. Hotel von mir ist auf jeden Fall stabil. Also das Hotel, ich muss schon sagen, richtig, richtig geil bei mir. Das ist so ein Self-Check-In-Hotel. So, das macht alles einfach selber. Ihr kriegt einen Pin. Mit dem Pin kommt ihr halt auch ins Gebäude rein. Und mit dem Pin kommt ihr auch in euer Zimmer rein. Ja, auch wieder so ein Zukunftsding. Feier ich. Sauberkeit. Boah, Bruder, was soll ich euch sagen? Eins der saubersten Hotels, die ich je besucht habe. Wirklich. Sehr, sehr sauberes Ding. So Küchenzeile so. Normalerweise ekeln mich irgendwo eine Gabel oder so eine Tasse zu benutzen. Dort gar nicht. Gar nicht. Also wenn ich so jetzt Kanada so beschreiben würde, würde ich sagen, so eine Mischung aus Amerika und Europa. We have found a wedding ring. Da hat jemand Ehering gefunden. Das nenne ich doch Ehrlichkeit. Ne? Da hat er einen Ehering gefunden. Und dann macht er hier einen Zettel und will dann den zurückgeben. Ehrenfrau oder Ehrenmann, was auch immer. Stabil. Das macht nicht jeder. So. Gibt die anderen, die gehen direkt zum Goldhändler. Bitte auszahlen. Auf entspannt. Aber hier, Respekt. Ich war hier auch schon einkaufen. Also in Sachen Lebensmittel sind die hier ganz klar auf Platz 1. Also ihr müsst unbedingt mein Supermarkt-Einkauf-Video sehen. Weil die haben einfach zu brutale Lebensmittel. Oh. Genau. Ah, hier, das hat mein Bruder gemeint. Da gehe ich auf jeden Fall noch hier danach. Uncle Tetsu, guck mal, die haben auch so Pokémon-Sachen. Da gehen wir auch noch rein. Das ist Uncle Tetsu. Der verkauft diese Cheesecakes hier, ne? Da kommen wir auch gleich hin. Ja, aber erstmal gehe ich einen Döner essen. Erst salzig, dann süß, Leute. Ja, da haben wir den. Hier, guck. Das ist eine krasse Kette. Verkauft deutschen Döner, aber ist nicht in Deutschland vertreten. Interessant. Wirklich. Seht ihr hier, German Döner. Ne?
Probieren wir mal. Hello. I come from Germany to taste German Döner here. Oh, that is perfect. Yes, you can speak German now. No. Okay. I speak French and English. Only French and English. Okay. Do you want to get a meal? Meal is with fries. Yeah. Or maybe you can get the boss. You get the two. No, no. Only single. Only, okay. Only single. Yes. Thank you very much. So just the kebab by yourself. Yeah, kebab. Beef, chicken, or mix? Mix is good, mix is very good. Seht ihr, Freunde, da ist der Döner hier. Na, da hat er einmal Chicken und einmal hier hat er Fleisch. You don't understand me, yeah? No. You must learn German, it's very important, yeah? Hier habt ihr Salat, Freunde, schön. Ihr seht, das sieht alles fresh aus. Schön hier Glas. Da macht er, der macht diesen Ding-Style, ne? Den Berliner-Style. You was in Germany, no? No, but you was in Germany? No, you never. Taste the kebab in Germany? No, never. Never? No. And you? You taste the kebab in Germany? Have you ever tried the kebab in Germany? Have you ever been to Germany? Like, have you ever tasted the kebab in Germany? No. No? Der war nie in Deutschland, der hat nie den deutschen Döner probiert, aber er verkauft deutschen Döner. Stramm, Bruder. Sehr, sehr stark. Gefällt mir. Genau mein Film. Oh, aber der sieht fresh aus, Leute. Wait. Ja, das kann sich schon zeigen lassen, oder? Oh, I must do my life here. Ja, Freunde, so sieht der Döner aus hier. Oh, nee, Mann, der fällt hier schon mal auseinander, ihr seht. Der ist brüchig. Der ist brüchig, Leute, ihr seht. Der ist hier ein bisschen aufgegangen, der Döner, Leute. Der ist von unten ein bisschen aufgegangen. Ich glaube, weil das Brot ein bisschen älter ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Da war so ein Thumbnail so. Mhm. So, Freunde, probieren wir mal hier jetzt den Kebab. Mhm. Oh, das Fleisch ist sehr gut. Okay. Mhm. Das Fleisch ist gut gewürzt. Also, Freunde, das Fleisch ist schon mal... Testen wir mal. Ich habe hier in Dubai probiert, Freunde. Der hier ist ganz anderes Level, also in Kanada. Der Döner ist wirklich, also der kann mit Berlin mithalten. Ups, da ist er runtergefallen, seht ihr? Das ist das Einzige, der ist nicht kompakt. Der ist nicht kompakt, weil vielleicht das Brot ein bisschen älter ist, aber geschmacklich wirklich brutal. Wow. Das ist krass. Ich habe wirklich jetzt nicht viel erwartet, weil, wie gesagt, ich war ja in Dubai. Selbe Kette, war eine Katastrophe. Aber hier? Ich sage euch ehrlich, das Fleisch ähnlich wie Deutschland, wirklich. Mmh. Von allen Dönerläden, wo ich im Ausland war, ist der hier am nächsten, wenn ich sogar genau, also am nächsten an Deutschland dran, wenn ich sogar, dass er genauso schmeckt wie in Deutschland. Wirklich, der hier in Ottawa, German Döner, brutal. Sehr, sehr schade, dass das Brot auseinanderfällt. Ich mag das nicht. Ich glaube, es mag keiner von uns, aber ansonsten, geschmacklich, krass. Hätte ich nicht erwartet. Also der kann sich ruhig weiter German Döner nennen, sage ich euch, wie es ist. Das schmeckt sehr, sehr krass, Leute. Mhm. Also war nicht verkehrt. Also die Kette so mit dem Geschmack könnte in Deutschland bestehen. Mache ich mit euch keinen Scherz. Können ruhig in Deutschland aufmachen. Auch Style drinne sah schön aus. Hello.
Japanese cheesecake. My brother said to me, when you come to Ottawa, you must try it, yes. Can you give me one cheesecake or make me three, because my brother want one. I bring him to. We also have a different flavor for today. We have chocolate, so if you would also like to try chocolate. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay. Then make two normal. And then one chocolate. Yes, and one chocolate. Yeah. Is that everything? Everything. Yes. $42. How would you like to pay? With card, please. Oh, make one bag. One bag. Okay. Oh, guck mal hier, Leute. Ihr habt hier Pikachu. Die kennt man doch, hä? Wow. Okay. Very nice. Would you like your seat? You are from Japan? Not me. I'm from Philippines, but... Oh, but the other here? Yeah. What those, is this? Those are made out of a cheesecake, but they're like cookies. They come into little bags like these. Like this? Mm-hmm. But it's the same from the taste, yeah? Mm-hmm. Can I have the other like this, yeah? Thanks. Guck mal erstmal, wie der Bag aussieht, Leute. Sehr, sehr schön. Ne? Can I open one? I would like to do a little video for my friends, yeah? Because they never see this. Oh, okay. That's the original Japanese cheesecake, yeah? Oh, fluffy. Very nice. Okay, thank you. Hier haben die das in so in Keksform auch. Das probiere ich jetzt einfach mal. Guck mal, in Keksform das ganze, Leute. Very nice. Mm. Oh. The original rusk is actually like our most popular, so out of all the rusk. Very good. Very good. Thank you. Wow, schmeckt sehr, sehr schön, fluffy, Leute. Sehr, sehr lecker. You don't understand German, no? Oh, no, sorry. I have an uncle who speaks German. Yes? Yeah, he speaks to us sometimes, but I can never pick it up. I know one person from Philippines in Germany. Really? One, yeah. Do you know, kamusta? Kamusta? Kamusta is Spanish, huh? Well, Philippines was colonized by Spain. Oh! So our language are very similar. Okay, okay. Yeah. Hello. She's Japanese. You are Japanese? You make cheesecakes? You make the cheesecakes here? Yeah. Very nice. Tastes very good, yeah. Thank you very much. Thank you very much. I'm the first time try this. I never tried this before. Because in Germany, I'm from Germany, they are not sell this, yeah. Oh. Yeah. You must open one store in Frankfurt, in Germany. Okay. Thank you for everything, yeah? Okay, au revoir. Ciao. Freunde, das sieht doch killer aus, Alarm. Ja, ich finde, das sieht ja mega aus, ne? Das ist nur für To-Go. Ich glaube, im Hotel probiere ich das nochmal für euch, Leute, ne? Mhm. Japanese Cheesecake. Mhm. Ja, jetzt schneit es sogar noch. Eieiei. Eieiei. Ihr seht, Freunde. Ja. Aber hier leben auch viele Asiaten, merke ich, in Kanada. Ja. Sehr, sehr viele Asiaten sehe ich hier, ja. Ich bin wieder ins Hotel angekommen. Check mal ab hier. Guck mal nur bitte, wie die Tüte hier von Onkel Tetsu Shop aussieht hier. Einfach nur brutal. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich habe den Cheesecake hier schon vorbereitet. Guck mal, wie der aussieht. Machen wir an hier in Ruhe. Da machen die euch das hier so. Und dann noch so. Probieren wir ein kleines Stückchen. Onkel Tetsu. Brutal, hä? Wabbel, wabbel. Sehr, sehr schön. Da ist ein Typ da mit einer Kochmütze drauf. Brutal, oder? Boah, der ist ja so fluffig, Leute. Komm, so, das reicht. Der ist ja richtig fluffig. Seht ihr, wie der aussieht? Brutal, oder? Kann man nicht schmecken. Bismillah. Wow.
Hammer-Version von Cheesecake. Gefällt mir. Normal bin ich kein Cheesecake-Freund, Leute. Aber der hier, brutal, fluffig. So wie als ob das nichts wäre. Schön. Mhm. Ja, Freunde, ich hoffe, dieses Döner-Review oder dieser kleine Vlog hier hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.